Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Cattle and Crops Gameplay Test Analyse Gameplay Playtest. Mein Name ist Garderol, ist unlinks eingeblendet. Schön, dass du, ja genau dich meine ich, dass du wieder dabei bist und hier ein bisschen zugucken möchtest. Mir ist auch aufgefallen, warum wir hier so ein bisschen Mudrunner spielen. Das ist eigentlich ganz einfach. Am Anfang kann man ja auswählen, welchen Schwierigkeitsgrad man in Sachen Physik haben will. Übrigens eine sehr, sehr interessante Geschichte. Das heißt, du sagst also quasi dem Spiel, wie viel Mudrunner möchte ich in Cattle and Crops haben? Und ich schaute soeben im Menü nach und stellte mit Erstaunen, oder eigentlich nicht, weil ich hatte ja bereits damit gerechnet, fest, dass ich die Voreinstellung Hardcore gewählt habe. Infolgedessen sich dieses Spiel nun, Hardcore anfühlt. Also hier ist Reifen einsinken, hier ist Tendenz zum Festfahren festzustellen. Das ist richtig, richtig cool. Guckt euch das an, wie der hier kämpfen muss. Da geht ja gar nichts mehr. Da muss man hier ein bisschen leicht anheben. So, und wenn wir dann in diese Matschepampe reinfahren, dann wird das wahrscheinlich nicht besser werden. All dieweil können wir uns aber mal hier angucken, wie das Partikelsystem aussieht. Also erstmal, was man hier bemerken kann, ist, jedes einzelne Rädchen hier wird, also nicht einzeln, ich denke mal, da sind schon irgendwie gekoppelt, aber die werden alle animiert. Da fliegen richtig schön die Partikel hier durch die Gegend. Wir haben uns das so genau noch gar nicht angeguckt, glaube ich. Deswegen machen wir das einfach mal. So, und dann hier die nächste Runde. Das ist schon sehr, sehr cool. Es wirkt aber auch noch ein bisschen fummelig. Das sind ja Sachen, die jetzt auch, wo die Entwickler natürlich auch gerne euer Feedback brauchen, wie sich das für euch anfühlt. Aber ich sage erstmal so von, wenn man jetzt hier auch mal von innen, oh, guckt euch das an. Oh Mann. Wie cool. So, jetzt sitze ich hier wieder wie so ein, das sieht so ein bisschen aus wie in einem gewissen anderen Spiel. So 10 Kilometer Entfernung. Und das Spiel neigt auch dazu, mich dazu zu bringen, hier das vernünftig zu machen. Wobei das hier irgendwie so ein bisschen schief ist, wie, wieder, wie wenn der Bulle pisst, um das mal hier landwirtschaftlich zu formulieren. Jetzt hier durchs Wasser. Und jetzt spritzt der mehr, wenn er durchs Wasser fährt, oder was? Dann drehe ich aber ab hier. Naja. Aber wie geil das aussieht, ne? Mit den Pfützen auf dem Feld und so. Ich habe mich ja sehr, sehr früh in das Spiel verliebt und vielleicht so langsam aber sicher könnt ihr erkennen, warum. Ich weiß, dass viele von euch da draußen diese Terminverschiebungen vielleicht auch nicht verzeihen können. Das kann ich wirklich verstehen. Verstehe aber auch die Entwickler, wenn ich weiß, wie präzise, wie genau, wie detailverliebt sie arbeiten, um wirklich das perfekte Produkt liefern zu, ich sag es mal, liefern zu wollen. Na, was am Ende im Laden steht oder in Amazon oder wo auch immer oder auf Steam, digital, nehme ich mal an, wissen wir ja noch nicht. Da können wir nur raten. Vielleicht können wir die Entwickler auch irgendwann mal dazu fragen. Das wäre vielleicht auch mal eine coole Geschichte. So, was ist jetzt hier los? Festgefahren. Also der muss hier richtig kämpfen, der Kollege. Vor allem jetzt, wo es hier noch sumpfiger wird. Haben wir denn kein Allrad? Mal gucken, was das alles ist hier. Operator Soft-Tip. Viper. Attacher. Four-Way Drive. Ah, ich habe den Four-Way-Drive-Button gefunden. Jetzt können wir den, pass mal auf, wir ziehen den jetzt mal hier. Ups, kann man den nicht irgendwie in den Quickslot legen? War da nicht was? Ging das nicht irgendwie? Ich habe das schon wieder vergessen. Was ist das denn hier alles? Gott. So, eins heißt für mich Four-Way-Drive ein, oder? So, hoffe ich mal. Und dann gehen wir mal hier wieder auf Tempo. Wir entdecken das Spiel gemeinsam. Wir lesen nicht irgendwie 35.000 Forumseiten, tun dann so, als wären wir Dr. Klugschiss, sondern wir gucken, ob wir... Das sieht jetzt für Menina-Allrad aus.
Das ist aber auch kein Allrad. Das ist eher Allrad. Da vorne gezuckt, seht ihr? Zack. Jetzt brauchen wir noch Differentialsperre oder sowas. Haben wir die auch? Sieht nicht so aus. Was war denn das hier unten noch? Ist das? Tooltip. Kaputt. Okay. Alter, wie tief sinken wir in das Feld ein? Aber Allrad haben wir jetzt immer mal an. Wir sind so schlau. Aber das muss ich ja sagen, das ist ja ein bisschen wie in Realität, ne? Also wenn man fährt, solange man fährt, ist alles nicht so schlimm. Wenn man dann ins Stocken gerät, dann beginnen die Räder ganz langsam, aber dann sehr schnell und zuverlässig, sich in den Boden reinzugraben. Und ich glaube, ich habe einen Trick gefunden. Wenn wir jetzt hier auf Tempomat gehen, pass auf, fahren, dann geht's runterlassen. Ha! Ich fahre jetzt zwar zu schnell, aber... Also, das Anfahrproblem, ne? Solange die Oh, das ist aber nett, dass das Spiel jetzt für mich komplett fertig war. Solange die Masse in Bewegung ist, sozusagen, geht das alles noch. Was will man jetzt machen? Parke deinen Traktor. Okay. Wir gehen mal wieder rein hier, Innenansicht. Alles animiert, alles. Ist total geil. Ja, unser... Eine Stunde angeblich Gameplay-Test, sind es eine Stunde und wie fühlt es sich an? Bis jetzt habe ich echt Spaß. Es fühlt sich richtig gut an. Early Access kann, wenn es bei mir geht, kommen. Da sitzt ja schon wieder der Helfer drin. So, ich soll hier parken. Jetzt soll man den Gruber abhängen. Das machen wir mal. So. Jetzt müssen wir mit dem M-Betrag arbeiten, das ist cool. Was? Was ist denn das hier eigentlich für eine Spritverschwendung? Guck mal, hier sogar an dem... Die Hitzeeffekte an dem Rohr dran. Glaube ich. Ich habe ja keine Ahnung. So, M-Betrag, da ist er. Ja, bei der Maschine geht vielen Leuten auch das Herz auf. Jetzt fährt ja schon wieder der Helfer rum. Was macht denn jetzt? Jetzt habe ich da schon wieder im Weg stehen, oder was? Es ist echt nicht... Es ist nicht mehr wahr. So, was soll ich machen? Hänge den Flug an. Oh, der Sound. Wie er hier immer durchs Dorf gebrettert ist. So, dann gucken wir mal. Ja, ich erinnere nochmal dran, auch du kannst Teil der Community-Map sein. Link ist in der Videobeschreibung und alle weiteren Infos im Forum. Ich habe auch überlegt, wirklich, das müssen wir mal schauen, ob das irgendwie geht. Aber ich würde natürlich gerne alle Leute, die da auch wirklich fleißig daran mitgearbeitet und mitgeholfen haben, in irgendeiner Form dann auch in der Map verewigen. Das heißt also, weiß ich nicht, mit Straßennamen, Schildern oder irgendwie sowas. Kommt mir gerade so ganz spontan als Idee. So, wir hatten ja jetzt, ich hatte ja die Behauptung aufgestellt, dass wir möglicherweise nach dem Gülleausbringen das Feld pflügen müssen, aber wir müssen ein ganz anderes Feld pflügen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen jetzt so ein Techniktest, dass wir alle Maschinen einmal durchgetestet haben. So. Pflügen macht mir auch immer sehr viel Spaß, weil da kommen wir immer so schnell voran. Das ist richtig cool. So, halt. Zuerst in den Trägerpunkt reinfahren. Ja, mal. Jetzt den Flug ausklappen. Boah, diese Reifenspuren. Die sind natürlich wahrscheinlich im Hardcore-Modus auch stärker. So, senken. Und jetzt kommt wieder der Punkt, wo dynamischer Boden at its best zu sehen ist. Oder halt at its worst, finden wir raus. Wir geben mal dem Tempomaten eine Chance.
So, und hier gucken wir mal. Und da sieht man es. Richtig schöne Flug. Bodentextur, Umformung. Die würde ich fast sagen, wir haben ja jetzt mehrere Spiele schon gesehen, die das versucht haben. Entschuldigt, wenn ich das mal wieder sage, aber ich glaube, die sieht hier am besten aus. So. Flug heben. Flug rotieren, so wie es sein soll. Guck mal. Zack. Jawohl. Jetzt klappt er zur anderen Seite. Dann fahren wir mit unserem Reifen hier vorne rein. Flug wieder runter. Und auch schon als Kind kann ich sagen, wenn Papa mitfahren, wenn gepflügt wurde, war immer das absolut Unspannendste, was es gab. Wir hatten so ein... Wir hatten so einen Zweischarflug und relativ große Getreidefelder. Also, weißt du da, was am Tag zu tun war? Und du hast dich ja noch nicht getraut, Papa, ich will jetzt nach Hause zu sagen. Wir hatten früher noch Respekt. So. Gut, dass wir hier schon 50% fertig sind. Ja gut, für so ein Demo-Tutorial soll das ja auch reichen. So, haben wir jetzt hier, zack. Was hat der denn da noch? Das ist... Drivetrain? Was soll das heißen? Ich mache auch mal Allrad an. So, jetzt bin ich... Ich wollte es mal testen hier. Das war natürlich alles Absicht. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Furche raus. Und ihr seht, die bleibt dann auch. Der wird also nicht irgendwie so getrickst. Ja, der Spieler hat das schon irgendwie richtig gemacht. Sondern ihr seht, da ist wirklich, was wir nicht richtig gepflügt haben. Das sehen wir auch. Und wie einer unserer Community-Leute so schön in den Videos immer sagte. Ja, so wie es sein soll. So. Auch hier spritzt so richtig schön das. Warte jetzt. Spritzt so richtig schön das. Der Acker hoch. Weil irgendwas hat er mit seinem Tempomaten hier. So. Wir müssen selber fahren. Okay. Ja, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Mercedes-Benz-Fans da draußen gibt, beziehungsweise MB-Truck-Fans im Spezifischen. Wie cool, ne, dass die Marke es dann doch nochmal in ein Spiel reingeschafft hat. Spiel reingeschafft hat. So, und runter damit. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen gerade, weil der Quest-Fortschritt wird nicht aktualisiert. Nicht, dass wir hier jetzt den ganzen Tag auf dem Feld hängen. Die Armaturen und alles, das ist schon Hammer. Und wie detailliert, ne? Wie nah man da ranzoomen kann, ohne dass... Bitte die Geräusche zu entschuldigen. Ohne dass man hier... dass es anfängt zu verschwimmen. Ja. Garderol-Fans haben sicherlich schon den Kalender rausgenommen und sich angemalt, wie Garderol zum ersten Mal in 500 Jahren Let's Play ein Feld richtig flügt. Man soll es kaum glauben, es geschehen noch Zeichen und Wunder. So. Haben wir eigentlich einen Instant-Helfer? Also wo ich jetzt sagen kann, zack, Helfer, mach mal. Oder müssen wir den immer über das Menü einstellen? Das wäre wahrscheinlich auch eine Sache, die man sich irgendwann mal anschauen könnte seitens der Entwickler. Wahrscheinlich gibt es den schon, ich laber wieder Kacke, aber das ist ja normal. So. Da haben wir das.
Aber auch, was ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt habe, so wie die Maschinen sich anfühlen vom Schweregrad. Also du hast wirklich, wenn du hier steuerst, wirklich das Gefühl, dass du nicht da so ein Matchbox-Auto übers Feld fährst. Grüße gehen raus. Sondern, ja, da bewegst du schon ein paar hundert Kilo, ne? Ich würde sagen, ein paar tausend Kilo, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Also ein paar tausend Kilo doch, ja. Oder? Was wiegt so ein Trecker? Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. So, okay. Also, ich glaube, das ist jetzt an Spannung für euch kaum noch... Wieso ist eigentlich der Fortschrittsbalken so weit... Hä? Da steht... Flüge das Feld, dann steht da, das Feld hat ist 50% geflügt. Ne, halt, stopp. Nicht nochmal drehen. Aber der Fortschrittsbalken geht weiter. Ich verstehe es gerade nicht. Ach so. Ah, flüge das Feld zu 50%. Und wenn wir das zu 50% geflügt haben, dann geht es weiter. Und deswegen geht der Fortschrittsbalken, sieht ja größer aus. Okay, verstanden. Habe ich gerade herausgefunden, ich glaube, man kann einfach nur mit Rotieren schon den Flug anheben lassen. Das würde ich jetzt gerne noch testen. Und dann würde ich sagen, ändert auch wie das zweite Video. Ihr könnt das Spiel vorbestellen unterstützen. Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Da freuen sich die Entwickler. Und ich glaube, dass wir hier wirklich einen großen Schritt in Richtung Zukunft landwirtschaftlicher und überhaupt Simulationen sehen. Wir haben ja, neulich gab es ja ich wollte mal gucken, ob das Drehen, pass auf, ich drücke es mal nur auf Drehen und er hebt den automatisch an. Also, das könnt ihr euch sparen, das Anheben vorher. Die Zukunft auch in die Richtung, was wir gesehen haben, sie haben ja so ein Video gemacht für einen Mulcher, war das, glaube ich. Total geil, wir können ja auch mulchen, so offenbar. Wo es darum ging zu zeigen, ja, wir können die Maschinen, wie sie in der Realität sind, so realgetreu nachbilden, wie erstmal keine andere Simulation da draußen. Und das ist auch ein großes, großes Potenzial für die Zukunft. So einen hohen Simulationsgrad zu haben, wie Cattle & Crops den hat, einfach um auch zu zeigen, wie die Maschinen sich in der Realität dann auch anfühlen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man das zum Beispiel auf Messen nutzt. Ja? Da ist dann ein Stand, da ist dann Cattle & Crops und dann hier MB bringt einen neuen MB-Truck raus. Was leider nicht passieren wird, aber ne, sowas halt. So. Also, wir sollen den Traktor parken, das haben wir gemacht. Und dann den Axion finden. Das machen wir im nächsten Video. Es sind ein paar Tage vergehen hier gerade, ihr seht es. Und dann sehen wir uns wieder hier zu einer weiteren Folge von Let's Play. Erste Gameplay-Version von Cattle & Crops. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.